Ich muss schon wieder das Zeug da drin werfen. Also im Nageln hat er schon mal verloren, unser Rocker vom Hockergi, unser Bayer Grötzi. Im Fingernagel hat er auch verloren. Und wie vor jeder Disziplin, die jetzt gleich wieder folgt, müssen wir eine Runde Schnupftabak gucken. Aber das gibt es doch. Darauf freut sich der Rocker immer ganz besonders. Aber ihr Bayern habt so nicht mehr alle. Oh, komm, geht. Wir haben heute, glaube ich, das Hirn weggepustet mit links. Habt ihr euch geeinigt, auf welcher Hand, auf welcher Arm? Links. Links haben wir uns. Warum links? Ihr seid da Rechtshänder. Wir haben beide Tennisarm. Beide rechts gehandicapt. Oh Gott, die Invaliden, als ihr es bei Maß so stellt. So lange allein ist er. Gut, wir sagen uns zwar. Achso, warte mal. Super. Moment. Und geht's los? So, schön weit weghalten. Gerade halten den Arm, genau. Oh, ja, bisher sind sie beide gut dabei. Keiner läuft rot an im Gesicht. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und der Zwischenzeit. Auch Rocker hält durch. Das ist der Wahnsinn. Oh ja, das sieht so super aus. Ich denke, in der Zwischenzeit können wir es riskieren, einen Song zu spielen. Natürlich, klar. Aber machst du mal den Arm gerade, du Pussy? Der schummelt dir, das gibt's doch überhaupt nicht. Nur noch 2,20. Wie, nur noch 2,20? Für was? Ja, durchhalten. Oh, bist du wahnsinnig? Grützi, gib auf. Also lang? Lang wird's nicht mehr. 1,30. Gib uns! Das sind die letzten Sekunden, an denen die ausgestreckten Arme zitternd die Maßkrüge halten. Und man muss sagen, unser Rocker schlägt sich bei dieser Disziplin wirklich sensationell gut. Das hat sich nicht im Gesicht. Jetzt gib auf, Grützi! Du Schmell! Oh, was beißt der die Zähne zusammen? Und er hängt nochmal den Arm. Oh, der Krötzi schiebt den Arm nochmal ein Stück höher. Ja! Oh, ja! Und damit, damit hat unser Bayer Krötzi gewonnen. Alle Disziplinen muss man da. Er hat ja den Arm mit gerade gemacht. Soll ich deinen noch mithalten?